Nuss der Woche Nummer 24. Marke in Saalfeld. Ticket Shop eröffnet und der Creator Barcamp steht vor der Tür. Der Ticket Shop der Gamescom ist eröffnet. Die Türen. Daher schnell sein und sich ein Ticket schnappen. Diesmal nur Online-Ticket, die gekauft werden können. Es gibt keine vor Ort Kaufmöglichkeiten ab dem erfolgreichen Ticketkauf. Könnt ihr euch in der Gamescom-App anmelden und dann habt ihr automatisch die Ticket auch da drinnen. So, hier diese Gamescom-App-Seite. Die braucht ihr dann eben anmelden. Vorher geht echt nicht. Wenn ihr keine App habt, könnt ihr euch auch ihr könnt trotzdem rein, weil ihr Ticket ja habt, aber dann wird das alles ein bisschen schwierig sein. Die Preise sind gestiegen auf 25 Euro für Donnerstag und Freitag. Ja, ist von knapp 18 Euro auf 25 Euro ein Preisanstieg von 7 Euro. Und Freitag und Samstag sind 31,50. Das macht einen insgesamten Wert für alle vier Tage. 98 Euro habe ich mir mal ausgerechnet, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nee, mehr. Mehr so da. 31, 62, 112 Euro. Ja, für den dann normalen 112 Euro circa. Ermäßige Preise gibt es auch, Familienpreise gibt es natürlich auch. Die findet ihr alle unter der Gamescom Ticketseite. Und ich werde auf jeden Fall wieder vor Ort sein. Alle weitere Informationen gibt es aber in den laufenden kommenden Monate in August und davor vielleicht nochmal teilweise Informationen. Und es ist nicht mehr weit, bis das Creator Barcamp in Nürnberg vor der Tür steht. Am 2.7.2022 heißt es im Haus des Spiels anmelden. Ist in, ja, vor Ort. Geht es um Spiele und Co. Es werden 6 KünstlerInnen vor Ort sein, die ein bisschen aus ihrer Leben, Erfahrung berichten, erzählen. Meldet euch bitte schnell an, weil Essen muss bestellt werden. Und zur Not kann es sein, dass ihr kein Essen bekommen könntet. Anmeldung ist in der Videobeschreibung. Jeder ist willkommen. In der Medienwelt, ob TikTok, Instagram, YouTuber, Twitter, was auch in immer, jeder ist willkommen. Oder Künstler. Ja, aktiv sollte man sein, etwas machen. Auch die es versuchen wollen, sind herzlich eingeladen. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt ein Stand von Besucher von, glaube ich, 19 Personen, wenn ich mich nicht recht täusche,
19 Personen. Ja, meldet euch an. Anmelden. In Saalfeld gab es ein Marktfest vom 9. bis zum 12. Juni 2022, wo getanzt, gefeiert oder über die Kultur gesprochen wurde. Zum 29. Mal fand es dieses Jahr statt, wo Handwerker wie Tischler, Schreiner und viele weitere anreisten. Der Veranstalter war Saalfeld plus Kultur. Und das waren die News der Woche von dieser Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Schönen Tag. Macht's gut.